Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Als letztes wurden wir hier entführt, nicht entführt. Mal schauen, was jetzt passiert. Ah. Ja. Da seid ihr. Ein Gefangener. What is this place? Zuleika? You're late. I found a companion along the way. Someone from the studio? Do you remember what you wrote me in your last letter? He is everything you spoke of. V, meet Zuleika. V, pleasure. You are a friend of Joshua's? Yeah. Recent acquaintance, more like. Mama isn't back yet. We can talk inside until she returns. Come in. Hurry up. I'll be waiting outside. Looks like someone doesn't enjoy waiting patiently. Fuck off! Bruder oder so. Liebe. Warum taucht er hier überall die ganze Zeit auf? Was haben wir denn hier richtig Hinweise? Die Toten begraben. Vater, es ist so schwierig, Jesus Beispiel zu folgen. Nach so vielen Tagen ist der Schmerz genauso unerträglich wie zu Beginn. Unser Herr sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber ich muss unentwegt an den Tod meines Bruders denken. Wie soll ich die Worte, geh du aber hin und verkündet das Reich Gottes, interpretieren, bedeutet Erlösung durch Leid. Leiden, dass ihr Trost in meinen eigenen Schmerz finden werde. Trost, ich. Vater, danke für... Kann man da runterscrollen? Nee. Vater, danke für ihre tröstlichen Worte. Es ist immer noch schwer, zu meiner Mutter durchzudringen. Und unser Verhältnis bleibt angespannt. Wenn sie ein wenig Zeit haben, wäre ich dankbar, wenn sie uns nächste Woche besuchen könnten. Heute Abend ist das Evangelium. Heute habe ich das Evangelium gehört. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn, das Zeichen des Propheten Jonah. Ich erkenne jetzt, dass Night City wie Ninive noch ihren Propheten erwartet. Viele von uns tragen unser Kreuz, als seien sie... Ah, einen Augenblick. Als seien wir unsere eigenen Propheten, von anderen vergessen und beachtend. Ist unter uns denn keiner, der das Senfkorn werden mag? Mama mia. Auf dessen Äste eines Tages Vögel nesten werden. Noch Rubens Tod sind meine Tage verdunkelt und ich bete, dass der wahre Pfad sich mir zu erkennen geben wird. Ich hoffe, dass ich eines Tages aus der Höhle der Löwen entkomme und das Licht erblicken werde. Uiuiui. Einen Augenblick was trinken. Im Nachhinein erkenne ich nun, dass sie mir den bestmöglichen Rat gegeben haben, Vater. Liebe ist das beste Heilmittel und Vergebung befreit die Seele. Ich fühle mich gestärkt und den mutigen Schritten, die ich gemacht habe, aber noch mehr Stärke. Ich fühle mich gestärkt von den mutigen Schritten,
die ich gemacht habe, aber noch mehr Stärke finde ich darin, wie das Senfkorn treibt und wächst. Ich danke Ihnen zutiefst. Mama mia, mit der Bibelkraft. Warum treibt sich hier überhaupt um? Nur so einen kurzen Augenblick. Willst du mir irgendwas sagen? Irgendeine religiöse Gruppe ist das. Ich entscheide, wann ich mich hinsetze. Can I offer you anything? A drink? A glass of water. Please. Thank you. Und was jetzt? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. One God. Amen. Amen. Zuleika is the sister of the man I killed. She wrote me letters while I was doing time. That is how we two were united. Through forgiveness. Das ist aber dunkles Wasser. You're the reason Joshua found redemption. It was her letter that started everything. I lost a brother. God gave me another. It's not every day you run into a true believer in Night City. It was Providence that brought you under my roof. We met because of him. Tell me, V, do you believe in God? Es könnte ein höherer Macht geben. Nein, nicht wirklich. Can't say I do. Zuleika and I have a running dispute. I was thinking you could help us resolve it. No, no. I never agreed to anything like this. I'm all ears. Joshua, he thinks he's the Messiah and wants to end his own life. That is not true. I never said I was any sort of messiah. Suicide? Do you really think that's what the Lord could ever want from you? It won't be suicide. What exactly is going on here, Josh? When the media learned I'd found God in prison, the next day my face was on the cover of every screen sheet. A brain dance studio took notice. They sent representatives to make me an offer. Bloodsuckers. I was facing the electric chair. Now, with the studio's help, my death will be more than a state-sanctioned murder. They want to scroll a brain dance of Joshua being crucified. An execution like any other, just garbed in holy robes. Why the brain dance? What's in it for you? Zuleika transformed me into a child of God. It's time I repaid that debt. I want to bear witness to love's existence in a manner that all the lost souls on this wretched earth can understand. Why love? If unconditional love exists, then so must God. It's time the world was reminded of His divine presence. Think of the millions jacked into their feeds like livestock. The children growing up in gang-infested streets. Do they know love? Think of the joy toys on Jig Jig Street. Coked-out corpos in their offices, and murderers who stalk the streets. I want to reach them. I will reach them. And think of paid killers like you, V. Have you known love? Do you know what it is? Yes. Mother's home. Joshua Stevenson. We meet again. And who are you? This who we've been waiting for? Yes. Mrs. El Amar. I have come to beg you for forgiveness. You...
You murdered my son. That is something I can never forgive. I truly do regret the pain I have caused you. Out of my house, now! Just go, please. Ihr seht doch so nicht ähnlich. All of you! We should leave, really. Please, Mrs. Elamar! Murderer! It's okay, just go! You took my Reuben from me! My child! My son! Hast du ja gut hinbekommen. Let's go back to the car. Achso, ist das recht? Stimmt. Was tippelst du da? Ach, die ist vom Studio, ich verstehe. Die den die drehen wollen. Wir warten alle auf dich. Mach die Tür zu. Was ist grell hier? Awkward silence. Ich sehe nichts. Just wish I could have talked to Gloria, you know, explained everything. And somehow I thought I thought she'd find it in her heart to forgive me. Time to grab a bite to eat. Where are we eating? Pie Z. They do a great cup of coffee. Got a killer cheesecake at Pie Z. I'm lactose intolerant. I got vegan avocado ice cream then. How well do you know the city? Why does it matter? I'm just curious. Happen to like it out here is all. You can't know Night City well, ever. It's always changing, always surprising. Part of its charm. Hmm, true that. Ich hab Hunger. Was ist denn für ein Ghetto-Ort? Guck mal, da liegen Kollegen von dir tot auf der Straße. Willst du nicht helfen? Egal, ne? Ob du wackelst ein bisschen mit deinem Kopf. Take Stevenson inside, grab us all a table. Need a word with our stowaway here. Mit mir? Wait up a sec, I want to talk. So, what do you think about our next big BD star? Du bist ziemlich hot. Sein Glauben ist echt. Scheint ein netter Typ zu sein. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Honestly, can't rightly make my mind up about him. Let me help you out. Stevenson's a very disturbed man whose obsession with guilt is driving him to the brink of insanity. If he's as crazy as you say, why is he so important to you? Because Stevenson's got a little something that's in short supply, but in very high demand. That little something's called authenticity. And that brain, composed entirely of cat shit at this point, he truly believes what he says. Huh. Sounds like the perfect BD actor. Mm-hmm, and one incapable of fucking up in any way. Stevenson could be a fat old fucking gold vein for our studio. And that's my concern because... You're fucking with his mind, asking probing questions. You're making him doubt, and most importantly, jeopardizing my investment. So I'm prepared to pay you double what he's promised you to quietly walk away. Don't do it, V.
Warum? Zahl mir noch mehr und ich tu's. Please. I know what kind of budgets BDs get. You can do better than that. Lots better. Fine. Triple. And you disappear like the morning dew off North Oak front yards. Deal. Fucking pathetic. Nein, ich dachte, ich könnte. Very wise choice. Don't follow me in. I'll tell Stevenson you said goodbye. Jetzt ist die Quest vorbei? Ich wollte noch weiter. Oh. Oh, scheiße. Don't be soft. Upgrade now. Fuck off! What? Just go already? Das finde ich jetzt aber, ich dachte. Ja, mach ich nochmal neu, also. Ich dachte, ich kann da nochmal ablehnen. Ich wollte schon, wie hoch ich die handeln kann. Please. I know what kind of budgets BDs get. You can do better than that. Lots better. Ach, das safe da? Fine. Do wait, dann nochmal. Also. Ich möchte die Quest halt nicht verlieren. Nur für ein bisschen Geld. Ich meine, die ganzen Quests ist cool. Die haben viele unterschiedliche Haltepunkte. Wait up a sec, I want to talk. Ich habe schon wieder verpasst, wie schnell die rübergegangen ist. So, what do you think about our next big BD star? He's a true believer, if I ever saw one. He's a true nutcase. That's what he is. But that's beside the point. If he's as crazy as you say, why is he so important to you? Because Stevenson's got a little something that's in short supply, but in very high demand. That little something's called authenticity. And that brain composed entirely of cat shit at this point. He truly believes what he says. I think he might be more self-possessed than you think. Look, you're no shrink and neither am I. We're both just out to get paid. Stevenson could be a fat old fucking gold vein for our studio. And that's my concern because... You're fucking with his mind, asking probing questions. You're making him doubt and most importantly, jeopardizing my investment. So I'm prepared to pay you double what he's promised you to quietly walk away. Don't do it, V. Nie im Leben. My answer's no. Why do I think you don't understand what I'm offering you? Understand just fine. Let's go inside. Not bad for a petty merc off the streets. Was ist los? Grown curious how this will all end. In pain and profit, that's how. One's sacred, the other's insane. Though who knows if they aren't congruous concepts. But yeah, I'm curious too. And I've been surprised before. Schauen wir mal nach, ne? Pete's. You even think in a city tingling with desire, you'll do anything to scratch it. He's paying you to open your mouth, Vasquez. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Got a tough customer with that Vasquez, even for a badge. He is set in his ways, like so many men. Can we please talk about something besides faith? Josh, you're a knight. Topic of choice? I don't know. I spent years not talking to anyone. Okay, nothing hard. What do you do to relax?
Let's see. I read scripture. I watch brain dances and movies. Did you hear about the remake of Badlands Raid? Yigura! Taste the love! Yeah. Kicks the original's ass. Trust me. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Joshua and I are talking. So fuck off, will you? Excuse me? Realize the stakes here. Tomorrow, this guy's gonna create his masterwork. He needs to focus, keep his head in the game, and put in the performance of his lifetime. There aren't any do-overs. Josh, I'd like to rest now. Perfect timing. Your job's done here. You can go. And don't worry, you'll get your fucking money. Goodbye, B. Habe ich es übertrieben? Props. Really well played. What do you make of it all? Guy just might be the biggest nut job I've ever seen. But it's still corporate exploitation. Your cynicism is starting to wear thin on me. We could talk in circles, but who cares what we think? What would it change? Corpse will continue to grow rich off his type, and the masses will live on with their pipe dreams. Hang on, where's Rebel Johnny? Seemed to have lost him. Well, I found him. He's inside that guy. He's the real Rebel. Make up your mind, which is it? Nutjob or Messiah? He's fucked in the head. The world's fucked in the head, and you're fucked in the head because my fucked up head is inside it. I guess if you want to save the world, that's the first step. Get fucked in the head. What do you think? God exists? Fuck. Kill me, please. Come on, serious question. What? Why? So you flatlined, then got your beat back. Don't tell me that's left you wondering if a construct can even be saved. And rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Because life is too short to be slow. Gonna tell me you don't think about being a digital psyche. Possible consequences thereof. Really. I mean, are you already dead or alive till the last existing digi-ghost of you is shredded? Meaning, like, am I gonna ascend to digi-heaven? Descent to digi-hell's more likely. But yeah, there is life after death. Is Silverhand already living the afterlife? And I'm talking to his animated epitaph? I don't give it an ounce of thought. Surprise. To me, I'm just that. Me. No netherworld, no happy wonder world, just duped digital psychics. Weird as fuck today. Just kinda unreal. But reality beckons. Come on, we got places to trash. Ist es jetzt wieder vorbei? Ich bin vermasselt. Ich glaube, ich probiere es noch einmal. Wait, das ist jetzt... ...4044. Ich möchte den Tag mit denen verbringen. Ich möchte sehen, wie der hingerichtet wird. Ob das noch möglich ist. Ich darf nicht ganz so aggressiv sein, scheinbar. My answer's no. Why do I think you don't understand what I'm offering you? Understand just fine. Let's go inside. Not bad for a petty merc off the streets. Corporal rats. Think they can solve everything with Eddie's. And you proved her wrong. Just don't make her desperate. She's liable to bite back. Hätte mir gerade eben mal sagen können. Ja.
Troopers and Fiendlers, Mr. Whitey's here. What kind of drop dirtbag that in this city? And rush to the nearest this Jesus shit ain't fooling me. You even think about making a break for it, your ass is going down. Nobody's paying you to open your mouth, Vasquez. Got a tough customer with that Vasquez. Even for a badge. He is set in his ways. Like so many men. Vasquez. He blew inside and out. Might as well have been born with a badge. Must have some solid dirt on him, then. The studio majority stakeholders, of course. Unlike you, Vasquez would clearly mind having enemies in high places. This brain dance. I'm curious. Tell me more. Title's the passion. We're speaking to the LCD, of course. And it's gonna revolutionize BD. How so? Well, Stevenson's furlough is only so long. You can only scroll the last bit with him. But we'll fill in the run-up to the finale with BD doubles and Lubobank assets. It'll feel like Stevenson, though. How's that even possible? Give me a break. We're part of EBM. Infinite investment in tech. Couple of years and we won't be using actors anymore. My dream of the day. So why Josh? Sounds like you don't even need him now. The son of man's agony. You can't weave it strictly out of digital threads just yet. Wer spielst du bei allem? And you? Get any say in all this? He forced the writers to go with the Christian gospel according to Luke. They'd originally opted for John. Guess that's, important for... John's version is crude and over the top. The gospel of Luke speaks more to my sensibility. Besides, Luke's Christ is prepared for what awaits him. I want the world to understand that. Feel it. So what does he want to convey exactly? That Christ was merciful and continues to die for the world's sins. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Relax, Rachel. Yes, why? I don't know anything about you. How do you spend your leisure time? What do you do to unwind? None of your fucking business. I mean it as a serious question. I meditate. Great to have an outlet. Something to give you peace of mind. True peace of mind can only come through the spirit of divine grace. Know what your problem is, all of you? You refuse to understand that spirituality can only ever be personal. And why the fuck are you here anyway? For the free meal? Back off me, okay? And maybe you should fuck off, huh? You're not part of our group? Ugh, all this talk about grace and salvation and transformation. I could puke. Take it from a BD producer. Religion's an elaborate lie. All of them. But, Rachel... No, we're done for the day. Finish your meal, we'll put you up at the studio. And you, get lost. I'll get your fee soon. Immer noch nicht? Was ist das denn? I am truly glad to have met you. In a city tingling with desire. Really well played. What do you make of it all? Guy just might be the biggest nudge. Ist es nicht möglich, da weiterzukommen, frage ich mich. Wo ist das denn? Ich möchte halt wissen, ob man da wirklich bis zum Ende durchkommen kann. Schwere Gesprächsoption, ehrlich. Do you even think about making a break for it? Your ass is going down. Nobody's paying you to open your mouth, Vasquez. Got a tough customer with that Vasquez. Even for a badge. He is set in his ways. Like so many men.
this brain dance? I'm curious. Tell me more. Title's the passion. We're speaking to the LCD, of course. And it's gonna revolutionize BD. How so? Well, Stevenson's furlough is only so long. We can only scroll the last bit with him. But we'll fill in the run-up to the finale with BD doubles and Nemo Bank assets. It'll feel like Stevenson, though. How's that even possible? Give me a break. We're part of EBM. Infinite investment in tech. A couple of years and we won't be using actors anymore. My dream of the day. So why Josh? Sounds like you don't even need me. The son of man's agony. Benton, that's my you can't weave it through the digital threads just yet. Can we please talk about something besides faith? Josh, you're a knight. Topic of choice? I don't know. I spent years not talking to anyone. Okay, nothing hard. What do you do to relax? Let's see. I read scripture. I watch brain dances and movies. Did you hear about... Never saw either. Brain dances aren't my thing. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Relax, Rachel. Yes, what? I don't... None of your fucking business. Hey, I mean it as a serious... I meditate. Ich hätte dich nicht für den spirituellen Schritt gekauft. Didn't take you for one with a spiritual side. You being... well... you. Know what your problem is, all of you? You refuse to understand that spirituality can only ever be... And why the fuck are you here, Ed? Gibt's... 7299 for a chance to win. Tell you exactly why. No, I don't give the slimmest shit what you have to say. Ugh, all this talk about grace, salvation, and transformation. I can take it from a BD producer. Gibt's da keine Möglichkeit, dass ich da irgendwie weiterkomme? Kann doch nicht sein. Ich meine, habe ich nicht jetzt jedes Gespräch Option durchgegangen? Oder fehlt mir irgendein Skill-Level, um irgendwas zu benutzen? You even think about making a break for it? Your ass is going down. Nobody's paying you to open your mouth, Vasquez. Got a tough customer with that Vasquez. Even for a badge. It's Oscrox! After making waves in Tokyo, Sydney, and Paris... Might as well been... Must have some... This brain dance. Title's the... How so? Well, Steven... But... How's that even possible? Give me a break. So why Josh? The son of Ma... Können beide auf... Welche Rolle spielst du da? He forced... Guess that's, John's version is crude and... Besides... Na, ein Schauspieler, der wirklich zur Rolle wird. You sound like an actor who really wants to become the part. I only have one shot at this. I need to make a count. You really believe you're like Jesus? I believe we should all follow his example. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Relax, Rachel. Yes, what? None of your... Scheint wirklich nicht zu klappen. I met it. Great to have an outlet. True piece of... No, you ref... Feeling tired? What the... Bored? Powerless? Not anymore. Experience all... Monix? Ugh, all this talk about... Take... But... No! And you... Goodbye, Vic. Ja, es scheint, als gibt es da keine Option, wie man das irgendwie hinbekommt. Ja, zumindest nicht in der Gesprächsoption. Really well? What do you make of it all? Guy just might be the... Ikura! I just feel bad for him. We could talk in circles, but who cares what we think? What would it change?
Corpse will continue to grow rich off his type, and the masses will live on with their pipe dream. It's Oscrox! After making Hang way on, Tokyo, where's Rebel Giant? Seems to have lost his life. Make up. He's fucked. Guess if you. Weird as fuck today. Just kinda unreal. But reality beckons. Come on, we got places to trash. Crystal Palace. 10 casinos, 5 pools, top end brain dance equipment, and the best chefs in the universe. Oh shit, not good. Irritierend. Ich dachte wirklich, dass es da Optionen geben würde. Ach, not again. Was ist hier los? Here we go! Hab ich mich kurz durchgeschnetzelt. Ja, finde ich, wäre tatsächlich die beste Möglichkeit, Lösung, die beste Antwort gewesen, den dreifachen Preis zu bekommen. Schade, ich dachte echt, dass man da noch mehr rausholen hätte können. So, das ist I Fucked the Roller. Jetzt mal im Ernst, wenn ein Auftrag beginnt wie in einem alten Film. Femme Fatale ruft dich an, gibt dir genau null Infos. Was? Jetzt mal im Ernst, wenn ein Auftrag beginnt wie in einem Nemuralten-Film, was? Alter, was ist denn los? Nein. Mama mia! Einem Nemuralten-Film. Habe ich gerade irgendwie ein Brainlag? Was ist denn ein Nemuralten-Film? Irgendeine Femme Fatale ruft dich an, gibt dir genau null Infos und will dich dann auch noch irgendwo treffen. Dann geht eins von den folgenden drei Dingen ab. Erstens, du träumst, zweitens, du guckst in einen schrottigen BD an oder drittens, jemand verarscht dich. Ich glaube, die ersten beiden können wir streichen. Mama mia, was war das denn jetzt? Wo ist das? Das ist aber weit weg. Das ist genau in der Mitte. Da hätte ich aber schon Interesse dran. Unterwegs können wir einmal hier einen Abstecher machen bei den Kleidung, bei den Waffen. Danach können wir noch einen Abstecher bei dem machen. Ich glaube, da sehe ich mich eigentlich. Das war ein relativ interessanter Auftrag sogar. Wo ist das, Baby? Guck mal, wie schnell der ist. Fahr mich ja nicht an, mein Auto. Join the family. Well, yes, I did, but I thought. I suppose that means you're not willing to come, am I right? On my way. Thanks. That's good to hear. Give me a little more intel. What's your grief? Well, it would be better to. Let me guess. Saul, right? I don't know well. See you soon. Who knows?
so schnell. Ach, das ist wieder der Laden. Das ist das wieder. Na gut, noch einmal gucken. Du hast sowieso... I really need to say this. Lass mich, ist mir egal. Aber ich kann dir mal hier so einen Scheiß verkaufen. Die ist besser als die. Warum ist die besser als die? 57 tatsächlich ist besser als die. Weg damit. Sniper braucht auch keiner. Scheiße. Das ist natürlich wieder der größte Mordsort. Das Konstitutions-Stat, der ist echt ätzend. It's not so bad here. Ach ja, man kann hier nicht springen im Gebiet. So, dann machen wir den nächsten Abstich mal kurz beim Ripper-Dock hier. Und fahren dann da vor Ort. Das Auto ist viel zu schnell. Ach ja, dich kenne ich auch schon. Hat es denn irgendwas interessant? Oh, das ist, was war das denn? Erhöht den kritischen Trefferchancen um 15%. Ja, ich will eigentlich bessere Waffen haben. Kinosch, da ist nix. Ist auch nichts Interessantes. Nope. Nö. 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 Was war da? Ah, das erhöht die Ausweichen. Die Ausweichen, das Ausweichen. Was brauche ich denn um dieses Benötigungsreflexe 18? Interessant. Gut, das ist aber expensive. 10 und schießen beim Ausweichen verlangsamt die Zeit. Okay. Das ist so Sachen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass man mal in der Innenstadt beim Dock vorbeischauen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht bessere Sachen anbieten. Hey, it's Rachel. The Passion Project BD. Oh. Oh, yeah. What's up? We've got a crisis on our hands. Could really use your help. Stevenson's had a breakdown. Nothing any shrink can do about it. Can you come here to the studio just to talk to him? Fine, oh, sure. Es geht doch weiter. He said he'll come. Thanks, V. Jetzt bin ich aber ein bisschen confused, wo ich jetzt lang gehe. Wait, da ist das Studio. Gut, wenn ich jetzt hier lang fahre, könnte ich... Haben wir hier noch irgendwo... Dann machen wir da einmal einen Stopp. Haben die in der Innenstadt einen Ripper-Dock? Die haben da einen. Da haben die noch einen. Ist hier auch noch einer in dem Bereich? Ich sehe keine, ne? Was ist das denn? Nahkampfwaffen. Ach so. Dann mache ich hier bei dem einen Stopp und dann fahre ich darüber. Dann fahre ich so. Wow,
Why ist das Auto geflippt? Oh, Mama mia, das läuft ja gerade gar nicht hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie jetzt einen doch dann wieder anspricht. Das heißt, die Mission geht doch weiter. Macht einen echt irre. Ah, dieses Navi. Hast du irgendwas Interessantes? Quatsch mich nicht an. Schrotflinte. Die sieht fancy aus. Pistole. Das sieht an sich nicht schlecht aus. Burry. Okay. Ist interessant, aber auch nichts wirklich Gutes. Nutzlos. So, komme ich noch irgendwo vorbei? Ich will jetzt langsam mal einfach vernünftig mal eine Pistole haben oder so. Komm, ich check jetzt mal hier den Ripper-Dog aus. Vorher kann man noch den Waffenladen auschecken. Er hat gebremst, da kann ich aber nichts für. Die fahren hier halt wie die letzten Deppen. Die Polizei juckt das halt wirklich null hier in der Stadt. Der ist ein bisschen weit weg und wechselt so. Echt viel zu schnell. Want something, Chum? Scheint ja was zu wollen. Hier war ich noch nicht. Just wondering what you've got on hand. Sure, take all the time you need. Was auch nix? Eine Waffenmod. Fährt das vertikale Rückstoß. Okay. Aha. Uninteressant. Die verkaufen alle nur Scheiß. Also nix, was mich interessiert. Als ob keiner von euch irgendwo eine Pistole mal hat oder sowas. Was ist los mit euch, Kaplan? Dann fahren wir einmal dahin, dann dahin. Einmal alles abchecken jetzt hier vorne in der Stadt. Da war ich einfach nicht so deutlich.
gibt's irgendwas? Great. So, as I was saying. Warum hast du keine Plantage? Never get yourself chipped? Kind of like having a dentist with no teeth, isn't it? I have good rep. You won't hear any complaint about me. You mind taking a look at my chrome? Sure. Make yourself comfortable. Was bietest du denn an? Intelligenz, erhöht die Regeneration, okay. Da gibt's halt wirklich scheinbar nichts anderes. Aber auch alles Konstitution, was ist das hier? Ebenfalls Konsti, das ist alles Konsti. Na, das ist, Technik, Uninteressant. Ermöglicht das 10 verschießen, okay. Aha. Hier gibt's halt auch irgendwie nie irgendwas, ne? Die Panzerung 140. Oh, was haben wir denn hier? Und diese Item ausgerüstet sind Reflexe 20. Verlangsamt die Zeit 18 Sekunden lang um 30%, Abklingzeit 60 Sekunden. Aktiviert die Fähigkeit, indem du E gedrückt hast. Erhöht jeglichen Schaden. Das sieht interessant aus. Und hier haben wir noch einen goldenen Chip. Das sind zwei sehr interessante Sachen. Die kann man sich mal merken hier. Angriffstempo. Finger einen Rückstoß von Fernkampfwaffen. Okay. Hinten gibt es irgendwie auch nichts anderes außer die Sachen. Hier gibt es die. 100.000? Seid ihr des Wahnsinns? Beine sind aber gleich. Ja, interessant. Ich will ja nur kundschaften, was es so alles gibt hier. Kommen wir irgendwo raus? So, nächstes Ziel wäre der Waffenladen hier und auch der Klamottenladen. Pulverisiert, sie haben sich aufgelöst. Kann ich nicht springen? Warum kann ich nicht springen? Jetzt kann ich springen. Ich suche immer noch Pistole. Okay. What do you want? Ja. We've got a wide range, but I always recommend the Militech Classics. Schön für dich. Du hast auch wieder nur Scheiße. Wobei, du verkaufst. Schema. Kneschki. Ich hätte halt gern goldene Sachen. Finde ich schon wesentlich interessanter eigentlich, ne? Weißt du, was ich meine? Blauer Schalldämpfer. Auch nicht schlecht. Zielfernrohr. Holographisches. Das kann man mal kaufen. Sonst hast du aber auch nichts Interessantes. Power. Hier kannst du. Das würde ich gerne einmal auf die. Was finde ich noch Knarre? So. Die hier. Zielfern. Oh. Das ist jetzt enttäuschend. Wie sieht das aus? I like your style. I think I'll buy something. What do you mean think? Sweetheart, don't think. Halt die Fresse, sonst dreh ich mich um. Wie gedacht, du hast nur Schema kugelsichere Gold Furin Neo Take Hose.
Meine ist schwach. Die könnte man sich eigentlich gönnen. Ist gekauft. Probieren wir mal aus. Hast du auch Klamottenmods? Hast du mal wieder... Na doch, hier hast du was. Verleihmut Schild gegen... Ach du Scheiße. Ja, die Panzerung. Das kostet nichts. Kann man mitnehmen. So, jetzt muss ich mal schauen. Also, wir... Ach na, ich bin total dämlich. Ich kann es doch gar nicht craften, fällt mir gerade ein. Oder? Blockiert. Nicht genügend Komponenten. Komponenten. Legendäre Item-Komponenten. 10 von 9. Wait. Kann ich die dann trotzdem craften? Brauche ich nicht dafür irgendwas? Das interessiert mich jetzt. Verkaufst du nicht. Du bist nutzlos. Hatten die das? Du verkaufst davon was? Wie viel brauchte ich? Ich brauchte 6. Okay. Kann ich das jetzt? Habe ich doch schon gekauft. Inventar. Items herstellen. Ist immer noch blockiert. Erfordert Vorteile, Ausnahmetalent. War ja klar. Oh, ist das ärgerlich. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ich kann sie mich nicht craften. Ich habe voll verpeilt. Was braucht er hier? Das ist Ausnahmetalent. 18. Und dann brauchst du noch hier so viele andere Kackdinger. Och, das ist ätzend. Das war ein megamäßiger Fehlkauf. Da kommst du nämlich nicht hin. Ist das ärgerlich. Nur Scheiße hier. Was stehst du auf der Straße? Ah, ein Aufzug. Kommt ja voll hoch. Das ist ja cool. Das ist doch so weit oben. So, sieht's gut aus. Easy. Nothing quite like black. What kind of heat are you packing? Thought you never asked. Du hast auch nix. Ich brech zusammen. Ah, ich kann's nicht craften.
Erhöht den Schaden um 7, kann man kaufen. Erhöht den Schaden gegen Trefferchance. Aha. Das ist jetzt schon sehr deprimierend, dass ich da gerade so viel Geld liegen hab lassen bei der Truller. Kann man das wenigstens wieder zurückverkaufen? Ja, ist ja auch noch so Sachen. Brauchst du nicht. Scheiße, natürlich kann man die Sachen nicht wieder verkaufen. Das ist ja mal ärgerlich. Ne, scheinbar nicht. Das ist ja scheiße. Inventar, die hier, Mods. Kannst du noch reinpacken. So. Hab ich auch. Ne, hier passt gar keine Mods rein. Was ist das? Was ist hier? Ist ja gar nichts mehr. Hat man hier keine Lust mehr, irgendwas zu designen oder was? Kein Licht, kein gar nichts. Hier ist ja echt gar nichts. Hier gibt es zumindest mal eine Treppe. Interessant. So. Ich suche halt immer noch eine vernünftige Pistole. Verdammt, mittlerweile hätte ich halt auch die draußen kaufen können. Jetzt habe ich aber das Geld nicht mehr. So eine Scheiße. Na gut, der Plan ist jetzt... Was ist denn jetzt der Plan? Nächstes Mal aufnehmen möchte. Die Mission erstmal wieder Geld verdienen. Dann muss ich mir die Pistole holen. Ich werde noch eine Pistole haben, ganz einfach. Glaube ich zumindest. Na gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bye.